therapeutischer Konsum, also medizinischer Konsum, verfolgt ein ganz anderes Ziel als dieser Freizeitkonsum. Servus und hallo bei Nord, another Deutsche. Kurze Ankündigung, ich werde jetzt weniger Videos raushauen, also nicht mehr eins in der Woche, sondern einmal im Monat, wenn es reicht. Und wie man sieht, endlich sind wir die Zähne da. Erzähl mal mehr. Ja, um was geht's? Ich habe ja... Mir erzählen sollst, du Hund. ...aufgerufen zu fragen. Ja. Und da hat mich eine erreicht bezüglich medizinisches Cannabis und ob man das einfach so sich pressen darf, wenn man lustig ist, um es zu dabben oder um Hasch herzustellen etc. pp. Nein, ist es nicht. Genau genommen verschreibt dir dein Arzt wie viel und wie. Und genau so und nicht anders. Es macht therapeutisch nämlich keinen Sinn, wenn man es einfach so konsumiert. Wenn man gerade lustig ist. Man muss das auch differenzieren. Therapeutischer Konsum, also medizinischer Konsum, verfolgt ein ganz anderes Ziel als dieser Freizeitkonsum. Beim Freizeitkonsum konsumierst du ja gerade so nach Lust und Laune irgendeine Sorte, auf das du gerade Bock hast. Beim medizinischen Konsum konsumierst du eine Sorte, die dir der Arzt verschreibt, um deine Erkrankung erträglicher zu machen. Manche kann man mit Sicherheit auch heilen, damit könnte ich mir vorstellen, aber so weit sind wir halt noch nicht. Ja, im Moment sind wir in Deutschland so, dass man sagt, Cannabis kann verschrieben werden und von der Krankenkasse bezahlt, wenn es eine schwerwiegende Erkrankung ist. Es wird nicht differenziert, welche, ja, auch in der, obwohl die Presse ja die ganze Zeit suggeriert, Schmerzerkrankung. Die Wahrheit ist, Schmerzerkrankung ist nur eine davon. Und die meisten, die wie ich Fibromyalgie haben, die kriegen noch nicht einmal eine Zusage, weil es in der blöden Leitlinie nicht drinsteht. Da schreiben sie genau das Gegenteil davon rein. Es würde angeblich nicht helfen. Und aufgrund dessen kriegst du Ablehnungen. So. Trotzdem wird die Presse nicht müde, immer wieder zu behaupten, es hilft bei Schmerzen. Es hilft aber bei vielen anderen Erkrankungen eben auch. Ne? Bei ADHS hilft es definitiv. Ich habe die Leute gesehen, die richtig hardcore an dieser Erkrankung leiden, also die da richtig krass drauf sind und wenn die was gekifft haben, wie sie dann sind. Es muss allerdings auch die richtige Sorte sein, das ist mir auch aufgefallen. Ich falle ihnen jetzt nicht in den Rücken, weil ein Haufen von denen mittlerweile süchtig geworden sind, weil sie sich jahrzehntelang auf dem Schwarzmarkt haben versorgen müssen. Deswegen sage ich jetzt nicht, was ich denke, was sie brauchen würden. Das sollen ihre Ärzte selber rausfinden. Dann Migränepatienten. Es gibt eine extreme Palette von Migränemitteln, die man sich verschreiben lassen kann. Das fängt bei Mutterkorn-Alkaloide an, die man mit einfachen Mitteln, wer sich in Chemie auskennt, zu LSD umwandeln könnte. Das ist auch der Grundstoff für viele. Ja? Von der Firma Sandoz wird das hergestellt in der Schweiz. Und einige Chemiker benutzen genau das, drehen das um. Die Molekülkette, die ist links drehend oder rechts drehend, weiß ich nicht genau. Das wird dann andersrum gedreht. Und dann ist das LSD 25. Wenn es eine Molekülkette in die andere Richtung gedreht ist, dann hat es halt überhaupt gar keine halluzinogenen Wirkungen und auch keine psychoaktiven Effekte und nichts. Aber es hilft gegen einen Kopfschmerz. Jetzt kommt es aber CBD-Tropfen auch. Weißt du? Ich war beim Arzt, weil ich Migräne habe mit Aurabildung. Das heißt, in deinem Blickfeld ist es so ein Schwarz-Weiß-Muster und es flimmert. Und es kann so krass werden, dass du nicht mehr richtig was erkennen kannst. Und kurz danach setzt dann der Kopfschmerz ein. Mir ist aufgefallen,
Also ich habe mich wirklich extremst selbst beobachtet. Es gibt ein paar Tage, in meinem Leben ist es ja manchmal so, das sind die Nerven. Also nicht meine, die Nerven, wo man sagt, du gehst mal auf den Nerv, sondern meine Nerven, mein ganzen Körper, die sind extremst überreizt. Ich kriege dann an dem Tag unruhige Beine. Ich muss dann dauernd treten. Ich kann die nicht ruhig halten. Und wenn das am Tag auftritt, dann kriege ich auch noch diese Migräne mit der Aurabildung. Wenn ich aber schon spüre vorher, oha, heute sind meine Nerven so überreizt, dann reichen 4 bis 8 Tropfen von einem CBD-Öl mit am besten 8% CBD Minimum. Ja, umso mehr, umso besser ist mir aufgefallen. 4 Tropfen unter die Zunge, manchmal auch 8, wenn ich es zu spät nehme, dann merke ich richtig, wie sich um meine Nerven ein Mantel bildet, als wären die Nerven elektrische Leiterbahnen und würden isoliert. Der Strom läuft weiter ganz normal, wie er soll. Aber er läuft da, wo er soll und nicht drüber hinaus. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Ja? Unsere Nerven sind ja nichts anderes als elektrische Leiterbahnen und ja schon ein bisschen was anderes, die andere Funktionen auch haben. Aber durch unseren Körper läuft Strom. Ja? Und ich glaube schon, dass das, wenn das überreizt ist, dann auch zu Fehlfunktionen führen kann. Und CBD ist da 1A. Natürlich werden sich sämtliche Hersteller von diesen ganzen anderen Stoffgruppen das nicht freudig aufnehmen und schreien, Hurra, da gibt es ein neues Mittel. Sondern die werden versuchen, hintenrum alles Mögliche zu tun, dass dieses Mittel, was so milde ist eigentlich, weil es ja sonst keine Nebenwirkungen hat, dass das irgendwie nicht salonfähig wird oder irgendwie auf den Markt kommt. Da wird man alles dafür tun. Ich habe das probiert mit der Ärztin, die ist von der AOK. Da hab ich versucht klarzumachen, dass ich doch das schriftlich gern hätte von ihr und dass sie mich doch dabei unterstützen soll. Die hat überhaupt gar kein Interesse dran. Hat sie auch gesagt, ich habe da kein Interesse dran. Es gibt da tausende Stoffgruppen und bevor wir die nicht alle durch haben, brauchen wir darüber gar nicht reden. Also, hey, Alter, hey, wir brauchen da nicht drüber reden, bis ich die ganzen Stoffgruppen durchprobiert habe, die extremste Nebenwirkungen haben. Teilweise darf man die nicht einfach so wieder absetzen, weil es halt einen Spiegel aufbaut im Körper und wenn man den einfach absetzt, dann hat man halt extremste Entzugserscheinungen. Sowas kriegst du einfach so verschrieben, ohne Puh oder Päh. Aber wenn du sagst, du willst CBD-Tropfen haben, nee, die sind ja nicht, nee. Heißt also, mir wird immer mehr bewusst und klar, wie unser Gesundheitssystem funktioniert im Großen und Ganzen. Ja, was da für ein Haufen Beutelschneider dabei sind, wenn es nur darum geht, dass sie Kohle abzocken können. Wobei es einen Haufen gibt, die tatsächlich wirklich helfen wollen. Aber im Großen und Ganzen geht es nur ums Geld. Das ist auch jetzt schon, wie es bei Corona mit den Impfstoffen und allem. Da geht es nur um Geld. Nur noch. Oder zu sagen, nur noch um Geld. Und alle sind nach dem Anfangsschock schon wieder dabei. Machtgeschacher. Und versuchen da irgendwie zu. Egal. Das hat mit meinem Kanal ja nichts zu tun. Hat auch hier nichts verloren. Jo Leute, so schaut es jetzt aus. Jetzt werden ein bisschen weniger Videos kommen. In meinem Leben steht jetzt auch ein bisschen was an. Ich habe einiges zu tun privat. Ich ziehe um. Ich werde Berlin verlassen. Und da habe ich einen Haufen um die Ohren. Gerade in Corona-Zeiten ist das nicht so einfach. Warum? Ich habe einen neuen Job. Aber das werde ich auch hier nicht breittreten. Das hat alles nichts damit zu tun. Und ich möchte es auch auseinanderhalten. Leute, das war's für heute. Peace out.